Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 und guck mal, da läuft ein Fuchs lang. Fuchsleder, nice. Also, soweit wir jetzt festgestellt haben, können wir hier sogar ein Store errichten, wo Leute dann Sachen kaufen. Das finde ich cool. Vielleicht werden wir das auch nutzen. Was ist das? Ach, irgendwelche Roboter. Gilman Sägemühle. Ist leider nicht diese Red Rocket Dingenskirchens, ne? Level up. Okay, wir sollten uns erstmal in Sicherheit bringen und dann machen wir uns ein Level up fertig. Kämpfer legen Stufenaufstieg. So, was bist du denn? Scheiß Viech. Wollt mir mein Blut klauen. Riesenzecke. Okay, wir gehen weiter auf Glück. 40% Chance, zusätzliche Munition beim Durchsuchen von Munitionbehältern zu finden. Nehmen wir das. Schnurrer. Ah, so funktioniert das. Okay, das deckt sich tatsächlich. Bist du freundlich? Bist du ein freundliches Wesen? Holzreste! Oh, danke! Ich will so ein Holzfäller bei mir in der Butze haben später. Stimmt, richtig cool. Ich frage mich, ob der Tag-Nacht-Zyklus von der realen Welt quasi bestimmt wird oder ob das jetzt gleich Tag wird. War es Tag, als wir rausgekommen sind? Ich glaube schon, ne? Guck mal den Mond an. Bewegt er sich krass? Er bewegt sich krass. Okay, gut. Das heißt, es wird auf jeden Fall gleich wieder hell. Schade. Hätte es mir so wie bei WoW gewünscht. Dass sich alles so an die Tageszeit anpasst. Dass Leute, die eher so Stealth spielen, halt nachts spielen müssen. Wenn die so Arschlöcher sein wollen wie ich. Oh, Munition. Munition. Nice. Hier wird alles geklaut und wertet. Schicke Waffe haben wir auch noch. Ach, guck mal. Hast du gedacht, kleine Zecke? Hast du gedacht, wa? Hier ist noch einer. Der Watz-Modus ist hier ein bisschen seltsam, weil alles halt immer noch in Echtzeit ist. Aber naja. Aluminiumschrott. Was haben wir denn da? Ein Bastelwerkdingens. Cool. Netzrelaisspule. Holzhaufen. Herausforderung abgeschlossen. Sammelholz. Nimm hier gerne alles mit. Ist alles meins. Wenn sich hier sonst keiner rumtreibt und Holzreste suchen will. Bitte. Okay, der ist schon mal leer. Ich will auf jeden Fall später eine richtig fette, geile Basis haben. Und dafür brauche ich halt Ressourcen. Ohne Ende. Hallo, Zecke. Alter, bist du schnell. Kennst du den Weg hier hoch? Ein bisschen verwirrt ist sie noch, aber sie kennt den Weg hier hoch. Nicht schlecht. Intelligent entwickelte Zecken. So, was haben wir denn da so Schönes? Munition. Was brauchen wir für 308er? Schießpulver und Blei. Okay. Ich sehe schon, Schießpulver wird wichtig werden. Das heißt, ich kann jetzt hier eigentlich zu den Bots gehen und bei jedem Einzelnen ein bisschen Holz sammeln. Hallo Junge, gib mir dein Holz. Attraktives Holzprodukt wird ausgegeben. Attraktives Holzprodukt, okay, danke. Bleib stehen, Junge. Ich will dein Holz. Sind meine Holzbäume. Eliminieren viel Vergnügen.
Muss Bäume eliminieren. Die haben Bäume. Feinde fürs Leben. Okay. Wir kriegen aber langsam Hunger und alles, ne? Wo gehen wir als nächstes hin? Gucken mal auf die Karte. Wir haben hier noch eine Hütte, da waren wir noch nicht, da gehen wir mal hin. Und dann gucken wir mal einfach. So, ist leider auch die letzte Folge, bevor ich wieder zur Arbeit muss. Und ich hoffe, dass am Wochenende die Server nochmal aufgehen. Einfach damit ich noch ein bisschen aufnehmen kann. Kochstation, was haben wir denn hier? Rezept leckeres Maulwurfsrattenhack. Okay. Krug für Schwarzgebranntes. Was ist meins? Was ist denn los? Ein kleiner Industriegrill. Ein Zelt. Transfer. Okay, im Zelt hätte Loot sein können. Ich sehe schon. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich das Zelt mitnehmen. Aber es ging leider nicht. So, dann gehen wir mal direkt hier zur Hütte und dann gehen wir weiter. Mal gucken. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt für eine Richtung entscheiden, ob wir jetzt Richtung Main Quest gehen. Was, glaube ich, auch die bessere Variante wäre, weil da natürlich die Gegner jetzt nicht so krass sind wie jetzt, wenn wir in eine andere Richtung gehen. Och nee, die Dreckszecken schon wieder, ey. Wir sind zu schnell. Hallo, du musst tot sein. Die Riesensäcken sind wie Red Kakerlaken, nur wesentlich schneller. Okay, können wir direkt mal ein paar Sachen verwerten, weil wir wiegen jetzt schon ziemlich viel, ne? Aluminium, Benzinkanister, Beutel Düngemittel. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht später wichtig wäre. Wir lassen es mal. Genauso wie das Fuchsleder. Denn so Leder kann ich mir gut vorstellen, dass man das braucht. Obwohl, aus Fuchsleder macht man Leder, ne? Na gut. Alles gut. Impro-Pistole. Ah! Bewährte Schrott, um Ressourcen herzustellen. Nice. So, das kann alles erstmal weg. So, das kann noch weg. Das, immer wenn wir was abbauen, wir verlieren einfach jede Menge Gewicht. Wir können eigentlich ständig alles mitnehmen und direkt verwerten. Den Partyhut behalten wir logischerweise. Ein Schienbein. Schlosserhammer. Ich weiß nicht, ob wir das für irgendwas anderes noch brauchen. Was haben wir hier? Notizen? Meine Notizen. Oh, gesamten Schrott verwerten. Hätte man also auch leichter machen können. Ich habe doch ein Holoband. Ich habe das Spiel mitgenommen. Das verarsche ich nämlich hier noch. Na gut. Ganzen Schrott erstmal verwertet. Nehmen wir gleich neues Schrott mit. Blutblatte Aufguss. Schmutziges Wasser. Okay, schade. Sauberes wäre natürlich besser gewesen. Aber wir können hier bestimmt sauberes Wasser kochen, ne? Abgekochtes Wasser. Einfache Blutblatte. Auch nicht schlecht. Aber was kann man damit machen? Infos? Achso, links, da. Krankheitsresistent. TP. Wasser 15%. Wasserfilter, okay. Dann machen wir uns direkt mal ein bisschen Fleisch hier. So, komm, Köterkeule ohne Ende. Hauptsache, wir haben erstmal ein bisschen Essen am Start, ne? So, gar nicht drauf geachtet, was ich alles herstelle, aber Hauptsache herstellen. Ach, ist schön wieder hell. Für eine Zecke. Geh nach Hause, Zecke. Garstige Zecke. Oh mein Gott, ich muss die töten. Wo ist sie? Die gibt richtig Erfahrung, bestimmt. Ach, guck mal, da sind die gespawnt. Du bist eine garstige Zecke?
Da. Wow, wow, wow. Gut. Es ist explodiert, nein. Der ganze schöne Loot. Ach Mann, das war wie der Hund, den wir letztens gefunden haben, der Munition ausgegeben hat und alles. Oh, das ist nicht dein Ernst. Toll. Ganze schöne Loot ist weg. Ist schon ein bisschen kacke. Honigwabe. Warum explodiert die auch einfach? Was soll denn das? Wer hat das hier erlaubt? War wahrscheinlich ein kritischer und dann ist hier quasi weg. Ach Mist, das ist jetzt so ärgerlich. Aber ich habe die Erfahrung bekommen. Von daher. Soll's. So, alles mitnehmen. Okay, dann können wir eigentlich hier direkt den Schrott wieder verwerten, ne? So, und dann wechseln wir mal zum Knüppel. Wir dürfen eigentlich nicht so viel Munition verschwenden. Gerade bei Gegnern, die eine Waffe haben, sollten wir auch eine Waffe einsetzen. Aber jetzt irgendwelchen Tierchen können wir auch erstmal im Nahkampf bleiben, ne? Okay, was sagt die Karte? Die Karte sagt uns, wir müssen... Oh, guck mal, da sind die ganzen Spieler. Die sind da jetzt hingelaufen. Ich habe keinen Bock, da hinzugehen. Riesengruppe an Menschen. Ja, wenn die kommen und mein Lager ausrauben, ist das ein bisschen kacke, ne? Na, gucken wir mal. Ich weiß auch gar nicht, wie das hier mit den Servern läuft. Das heißt, wenn ihr mich jetzt sucht und ich nicht an der Stelle bin, wo ich eigentlich sein sollte, dann könnte das daran liegen, dass ich nicht auf eurem Server bin. Logisch, ne? Weil wenn wir uns hier mal angucken, es sind verdammt wenig Leute auf so einem Server, ne? Es sind nicht wirklich viele. Naja. Das bedeutet, dass da hinten jemand ist wahrscheinlich. Dieses Zeichen, ne? Ja. Aber wir wollen ja eh dahin. Kann man die eigentlich auch kaputt machen, die Protectons? Ich meine, die dürften ja respawnen, weil es ja ein MMORPG ist anscheinend. Irgendwie so ähnlich. Irgendwas dazwischen. Erstmal das Holz klauen. Einschleichen. Fleischschrott. Und eine Menge Erfahrung. Ja, kann man machen, muss man nicht. Einmal rechts und links über die Straße gucken und dann können wir gehen. Ah, hier ist ein Loch. Gib mir dein Holz, dann töte ich dich auch nicht. Es war gelogen. Au. Holz hacken, Holz hacken. Voll der Fanatismus, ey. Das ist eine Religion, Holz hacken. Ah, gut, jetzt haben wir leider viel Leben verloren. Oh nein, oh nein, nein, weg da. Und dies. So, danach müssen wir auch was essen. Das heißt, diese speziellen Gegner, wie die komische Zecke, die wir gesehen haben, die geben halt extra Loot. Muss man ja auch erstmal wissen. Ein bisschen gruselig ist das ja schon, ne? Muss ich ja schon zugeben. Okay, essen wir erstmal, dann können wir uns ein bisschen regenerieren. Hunger habe ich ohnehin. Fantastischer Opus Bacon. Okay, Opossum Bacon. Okay, nehme ich. Ochs Trockenfleisch. Fleisch vom Mischlingshund. Ist aber nicht abgekocht, ne? So. Jetzt noch was trinken und dann geht's uns gut. Finde ich cool, diesen Überlebensaspekt noch.
Ist nicht schlecht. Ich freue mich auf das Spiel schon. Also es ist jetzt noch nicht richtig draußen. Ich muss mich ja an Zeiten richten, leider. Aber danach kann ich spielen, wie oft und solange ich will. Vor allem tagsüber. So, ist hier noch irgendwas? Das hier sieht ziemlich auffällig aus, als wäre hier irgendwas. Ja, ein paar Blümchen. Oh, ich weiß, wo ich aufbauen möchte. Ich möchte da hoch. Ich da meine Basis errichten. Ich wette, da haben schon Leute gebaut. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie das jetzt ist. Wenn ich auf einen anderen Server komme, muss ja meine Basis rein theoretisch mitkommen, ne? Aber wenn meine Basis mitkommt und da, wo ich baue, bereits ein anderer gebaut hat. Ein bisschen seltsam dann, oder? Oh, guck mal, kleine Roboterkerlchen. Au. Lass dich doch hitten! Was ist denn los mit dir, Junge? Na super. Ja, ich bin hier aber noch ziemlich nah am Spawn. Das ist das Einzige, was mir nicht gefällt. Der Loot dürfte halt jetzt hier nicht so krass sein. Kann man hier schnell reisen? Schnellreise, zwei Kronkorken. Okay, man kann schnell reisen. Ich kann also jederzeit nach Hause reisen. Das ist doch der springende Punkt. Weil dann würde ich mich hier aufbauen. Hier, ja, perfekt. Tolle Aussicht. Vielleicht eher auf die andere Seite. Weil da ist, scheint es auch ganz cool zu sein. Wir gucken auf die Karte. Was sagt uns die Karte auf der anderen Seite? Da wären wir hier. Ich glaube, ich möchte mich auch lieber hier aufbauen. Das heißt, wir müssen auf die andere Seite klettern. Weil da ist nämlich diese awesome Brücke. Oder bleiben wir doch hier? Na, guck mal, das Protektron. Ich glaube, dass ich hier. Ich glaube, ich sollte lieber hier aufbauen. Aber dann vielleicht. Wir laufen doch mal kurz hier am Berg entlang. Vielleicht haben wir noch einen Platz mit noch besserer Aussicht. Ansonsten ist hier nämlich eine ideale Stelle, um zu bauen. Gucken, was die Ecke da hinten sagt. Na, guck mal, da liegt eine Leiche. Ist das jetzt ein echter Spieler oder? Bürgerkriegs-Reenactment-Darsteller. Bauplan Bürgerkriegskleid. Schwarzpulverpistole. Wahrzeichen von Palchilla? Hey Leute, hier ist wieder Ihr Lieblingsbesucherführer Dick Shale. In Appalachia gibt es eine ganze Reihe von historischen Wahrzeichen, die einen Besuch wert sind. Heute möchte ich Ihnen etwas über den Philippi-Soldatenfriedhof erzählen. An diesem Ort hat das erste Gefecht des Bürgerkriegs stattgefunden. Erfahren Sie mehr über dieses wichtige Kapitel der Geschichte von Appalachia, als West Virginia noch zu Virginia gehörte. Besuchen Sie das Museum, um authentische Uniformen, Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu sehen, die im Bürgerkrieg tatsächlich eingesetzt wurden. Wir freuen uns auf Sie. Okay, jetzt hat er gerade vom Museum gesprochen, das wir mal besuchen wollten. Aber also, wir kommen da auch noch hin. Und jetzt haben wir auch noch auf der Karte den Friedhof. Ach, guck mal, schöne Pose. Es macht aber auch eklige Geräusche, ne? Oh. Ah, hier ist sogar ein Panzer. Scheiße. Scheiße, oh Gott, Leute, Hilfe! Wird zurückgeschossen. Oh Gott, da bist du Handy. Bitte explodier woanders. Explodiert er? Oh Gott, Ladehemmung, nein. Die Ladehemmungen sind wieder da. Von Fallout 3. Finde ich cool. Finde ich ehrlich gesagt richtig gut.
Ich freue mich sehr über diese Entscheidung, die Bethesda gemacht hat. So, was gibt mir jetzt der Mr. Handy? Waldschatzkarte. Eine Waldschatzkarte. Ein Instrument. Ein Zelt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich würde gerne diesen Schatz bergen. So, und hier wollen wir uns jetzt irgendwo aufbauen. Sendeturm. Ich könnte mich doch hier drin direkt aufbauen, oder? Ah, es wäre so cool, wenn ich das alles hier entfernen könnte. Hätte ich meinen eigenen Raum. Oder wir können auf dem Dach vielleicht bauen. Oh, ist das hell. Aber hier ist die Aussicht dann auch nicht mehr so cool. Oh Mann. Aber ich könnte auf dem Dach bauen. Deswegen werde ich es jetzt hier versuchen. Wir werden uns hier aufbauen. Ich habe meinen Platz gefunden. Hallo? Kann ich den jetzt einfach hier hinstellen? Du kannst dein Camp nicht in der Nähe von vorhandenen... Wie... Standorten platzieren. Ach so, ich kann da nicht... Oh. Ich dachte, man kann überall bauen. Muss man hier in der freien Natur bauen, ey. Na, dann gehen wir vielleicht doch darüber. Oh, untersuchen wir erstmal diesen Standort hier. Weil so ein bisschen Aussicht wäre auch richtig geil, ne? Schade. Hättest du gerne drauf gebaut. Wäre richtig schön gewesen. Aber nein. Das Spiel ist wieder mal ein Spielverderber. Mann, oh. Wäre so schön gewesen. Jetzt bin ich traurig. Das Spiel hat mir versprochen, dass ich überall bauen kann. Und dann kann ich es nicht. Hä? Hey? Achso, ich dachte, wäre eine Treppe. Ja gut, dann versuchen wir uns auf die andere Seite zu schlagen. Hilft ja alles nichts. Aber ich will mich langsam mal so langsam aufbauen irgendwo. Jetzt sind wir jetzt Folge 3, ne? Da wird es langsam Zeit. Huch, ein Biber. Ganz schön hässliche Biber. Kannst du kurz warten? Danke. Holzreste. Nice. Ob man hier auch zähmen kann? Das wäre cool. Bethesda, zähmen implementieren. Dankeschön. Aber die andere Biber finde ich nicht mehr. Egal. Wir wollen eh darüber. Ey! Einfach so Schaden bekommen. Geil. Danke, Spiel. Habe ich hier was zum Heilen? Ah, ich habe 7 Stück. Ich frage mich, ob die Brücke als Standort gilt. Weil dann würde ich doch gerne auf der Brücke bauen, weil dann bin ich richtig geschützt. Mr. Farmhand? Ja, Kollege, du kriegst jetzt ein bisschen aufs Maul. So sehe ich das jedenfalls. Der macht ja gar nichts. Selber schuld. Ich muss sagen, sobald man aus dem Startgebiet rauskommt, ist das schon wesentlich angenehmer, weil da nicht über irgendwelche Leute rumlaufen. Schwacher wilder Ghoul. Noch mehr davon. Oh, guck mal, die haben noch Frisuren. Cool. Aber die verhalten sich wie die alten Ghule. Oh Mann, jetzt brauche ich so viele Schüsse für euch. Okay. Warte.
Kann ich meinen Baseballstick rausholen? Danke. Doch wesentlich angenehmer als zu schießen. Hey. Ach, die haben einfach nur Helme auf. Ach, das wären geile Haare. Leider nicht. So, da können wir gleich noch hingehen. Das ist unsere Main-Mission. Ich möchte als erstes gucken, ob ich da oben irgendwie scheiße geil bauen kann. Das wäre richtig schön. Fragt sich halt nur noch, wovon dieses Spiel eigentlich lebt. Es gibt ein Late Game, das weiß ich, mit irgendwie Atombomben oder so ein Kram. Nur irgendwann hat man halt alles erkundschaftet. Das Einzige, was einem dann bleibt, sind andere Leute töten. Ja, ich bin gespannt, was die für Endgame-Material hier haben. Hallo? Was soll das? Waren gerade beschäftigt damit, weil da irgendjemand schießt. Vor allem, es gibt ja diesen Noob-Schutz, ne? Wenn du den aktivierst, kannst du keine anderen Spieler töten. Andere Spieler können aber auch dich töten. Irgendwie ergibt das keinen Sinn, oder? Und wer zum Teufel schießt hier? Wieso bist du verletzt? Wovon war der verletzt? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. So, schauen wir mal, ob wir uns hier irgendwo schön aufbauen können. Gehen wir am besten Richtung Brücke, ne? Und ich muss langsam aufhören. Ich muss bald los. So traurig. Ich würde gerne weiterspielen. Ich bin heute krank. Ihr habt's alle gehört. So, hier könnten wir der Sache sogar wirklich ein bisschen näher kommen. Orwell Plantage. Wir gehen erstmal hier dran vorbei, merken uns, dass wir hier noch ein bisschen was zu tun haben. Die Brücke ist ein Standort. Schade. Echt schade. Was haben wir denn da? Eine kleine Lootkiste? Ist da was drin für mich? Nice. Irgendwas schreit hier rum. Da ist die Brücke. So, und wenn ich jetzt hier runtergehe, ne? Könnte das vielleicht mein Standort werden? Ah, da ist eine Straße. Nee. Auch mal, das ist so schwer, einen Standplatz zu finden, den ich mag. Das ist auch immer in Minecraft so mein Problem gewesen, einen Standort zu finden, wo ich mich aufbauen möchte. Wir werden einfach hier bauen. Ich beschließe jetzt einfach, dass wir vorübergehend hier bauen werden. Einfach nur, um zu gucken, wie der Baumodus ist. Ob man das Holz mit einer Axt fällen kann? Bauen wir. Okay. Mir gefällt der Ort hier nicht. So nicht wirklich. Aber gut, wir gucken, was machbar ist, ne? Würde ich sagen. Hier, zack. Okay, und jetzt gucken wir, was passiert, wenn wir das Ding einsammeln. Alle Gebäude reparieren, Transfer. Camp verlegen. 5 Kronkorken. Ja gut, ich habe keine Kronkorken. Gut, dann können wir es auch nicht testen. Aber willkommen bei mir zu Hause, Freunde. Ab sofort werden wir hier erstmal bauen. Später werden wir höchstwahrscheinlich noch umsiedeln. Ich denke mal, dass alle Sachen, die wir gebaut haben, dann transferiert werden in die Box hinein und wir sie dann da rausholen, um sie dann neu aufzubauen. Ich denke, so wird das dann sein. Aber gut,
Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder, falls die nächste Beta am Wochenende ist. Weil wenn nicht, kann ich auch nicht aufnehmen. Das ist halt momentan das Problem. Aber ich freue mich. Ich freue mich, dass ich eine Bude hier aufbauen kann. Ich freue mich, dass ihr mich besuchen könnt. Und ich würde sagen, wenn ihr mich seht, wenn ihr mich findet, dann nehmt ein Souvenir mit, das ihr mir dann gebt. Dieses Souvenir werde ich dann bei mir ausstellen. Quasi Besucher-Souvenirs. Ne? Ja, mal gucken, was alles noch möglich ist. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.